Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen und gleichzeitig der letzten Folge Lilien Insight, die 125. Und ich freue mich besonders, dass Marcel Schuhn, unser Torwart Schuh, dass wir quasi das hier zusammen begehen können. Gute. Ja, gute. Vielen Dank. Freue mich, glaube ich, diese tolle Geschichte so ein bisschen mit beenden zu dürfen. Ja. Und freue mich auf deine immer aus interessanten Fragen. Ja, danke schön, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist unser zweites Lilien Insight Interview. Beim letzten Mal waren wir noch, wir sitzen hier in der Loge, ja, in einer der Logen, schön geworden. Und beim letzten Mal waren wir zu Corona-Zeit noch unten auf dem Feld. Ja, jetzt sind wir hier. Unsere Folge soll so ein bisschen unter dem Motto, unter der Überschrift Entwicklung stehen, weil Lilien Insight 2014 habe ich damit angefangen, noch mit so einer kleinen Kamera. Seit 2016, jetzt mit dem Echo zusammen und unheimliche, ja, tolle Entwicklung, mit der ich gar nicht so gerechnet hätte. Bei dir, jetzt sind wir in der Bundesliga angelangt, die Saison hat noch nicht begonnen, aber vielleicht schon mal hinsichtlich, ja, der Veränderungen, die es jetzt in diesen Wochen nach dem Aufstieg so gab. Woran merkst du denn, dass Darmstadt 98, ja, jetzt ein Bundesligist ist? Ja, zum einen glaube ich, dass das Medialinteresse jetzt in der aktuellen Phase, in der Vorbereitungsphase einfach ein bisschen größer ist wie sonst. Ob es Termine drumherum sind, möchte natürlich jeder so ein bisschen Bundesliga irgendwie auch mithaben oder mit abhaben. Und ansonsten ist es jetzt noch schwierig zu sagen, weil wir auch noch in der Vorbereitung sind, Testspiele spielen. Und ich glaube, die großen Unterschiede kommen dann, wenn die Saison losgeht, wenn die Gegner ein bisschen anders heißen. Und das werden dann, glaube ich, die größten Unterschiede sein, aber auch die schönsten, weil dafür sind wir ja auch aufgestiegen, um dann uns mit den Besten messen zu dürfen. Aber in der Phase sind wir gerade noch nicht. Ja, in der Phase ist gerade noch Training, Trainingslager habt ihr hinter euch gebracht. Weht im Training ein anderer Wind? Nein, nein. Also ich glaube, die Intensität und auch das Engagement im Training war halt auch letztes Jahr gut und auch davor die Jahre gut. Und ich glaube, das war einer der Faktoren, warum wir uns weiterentwickelt haben. Das passt ja zur Folge ganz gut. Deswegen gibt es da gar nicht so viel Unterschied. Natürlich Vorbereitungsphase hier und da und finden und ein paar Sachen noch verändern. Aber wir sind im Großen und Ganzen ja auch wieder zusammengeblieben, was auch trotz Aufstieg sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, für uns. Und deswegen gibt es da nicht wirklich große Unterschiede. Ja. Dann vielleicht, ich schätze dich ja einfach als Menschen sehr, wir verstehen uns sehr gut, jemand, der auch immer wirklich klar seine Meinung sagt, im Guten wie auch vielleicht mal im Ernsten. Wie siehst du das denn, wenn wir einen kleinen Exkurs machen? Ich als Fußballfan, Thema Entwicklung, sehe das jetzt mit so Saudi-Arabien, was jetzt so aufkommt, ne? Dass Spieler da hinwechseln, die schon zum einen sehr viel Geld verdienen, zu Mondsummen da hinwechseln. Und plus sind nicht nur Cristiano Ronaldo, 38-jährige Allstars, sondern so Leute, die auch wirklich noch voll in ihrer Blüte stehen. Deswegen mal die Frage an dich in erster Linie als Fußballfan, Fußballromantiker. Guckst du dir da irgendein Spiel an zwischen solchen Vereinen oder wie geht's dir damit? Auf gar keinen Fall. Also ich finde, es ist halt schon schwierig und da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber es fällt ja allein nicht schwer, die Namen richtig zu kennen. So, und wenn es halt wirklich um Weltstars geht, die Vereine verlassen, wo sie früher halt nach Real Madrid oder AC Inter Mailand und zur guten Zeit dann noch Barcelona und Real und Valencia irgendwo hingegangen sind und jetzt sind es halt andere Namen, finde ich es auch schwierig. Ich glaube, weil eben die Interessen, ohne jetzt die Leute persönlich zu kennen, können dann nur auf finanzieller Natur basieren oder sein. Und ja, wie du sagst, es gibt Jungs oder die Jungs, die sind satt, sagt man immer schön. Ich glaube, die haben schon sehr, sehr viel Geld verdient, sind sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und aber die Jungen, die, wo man sagt, okay, Beispiel, ich will eigentlich keine Beispiele nennen, aber Verratti, der über irgendwas diskutiert oder ja. Milinkovic-Savic, der nie irgendwo hinwechseln konnte, weil er zu teuer war. Ja. Und so ein guter Spieler. Ja. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Aber es ist natürlich für die Jungs total lukrativ. Die sagen, okay, danach ist es vorbei. Sowohl finanziell, ja, aber aus meiner Sicht auch sportlich vorbei. So, und die Entscheidung muss jeder für sich halt selber treffen. Ich find's schade. Ich glaube, wir hatten mal eine ähnliche Situation und Phase mit China, wo auch so ein bisschen der Markt, ja, aufgemacht worden ist, ja, wo, genau, danach ein Riegel vorgeschoben wurde. Ja. Eigentlich wartet ja nur jeder drauf, dass die FIFA da auch irgendwas macht. Ich glaube, das wird auch passieren.
weil ja, für den Sport oder für den Fußball hat das, glaube ich, gerade nichts Positives. Will nochmal unterstreichen, ne? Weil natürlich Geld ist für uns alle ein Faktor, gar kein Thema. Aber so ein Conte, der bei Chelsea schon unglaublich viel Geld verdient hat zum Beispiel und jetzt noch mehr, also da, wo zieht man die Grenze? Das ist für mich so, plus noch der politische Hintergrund, dass da, ne, was wir alle wissen, Frauenrechte und so weiter, werden irgendwelche Leute zum Tode verurteilt. Also für mich persönlich, also irgendwo ist da eine Grenze erreicht. Schwieriges Thema, finde ich sehr schwierig, aber auch halt weit weg von uns erstmal aktuell, weil wir eigentlich ja in diesem Bereich uns an Spielern, die für die ja interessant sind, uns gar nicht irgendwo bewegen. Ja. Aber ich glaube auch, dass es für das Land nicht gut ist. Ja. So, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas gut ist. Es ist finanziell für die Spieler gut, danach sind sie durch, aber alles andere schwierig. Nee, deswegen, ich bin froh, dass wir uns hier auf einem ganz normalen, gesunden Niveau sozusagen unterhalten. Und wir hier bei Darmstadt 98 da auch einfach ganz, ganz anders sind. Ja? Und eben so Leute wie du hier arbeiten und sind, die das Herz am rechten Fleck haben. Und wenn wir auch wieder Thema Entwicklung sind, jetzt bist du in der Bundesliga angekommen. Hast du mir auch schon gesagt, das ist direkt hier nach Magdeburg-Spiel, das ist ein Traum, Kindheitstraum. Jeder, der Fußball spielt, hat dann irgendwann mal, vielleicht bei dem einen hört er früher auf, beim anderen später. Du hast es jetzt geschafft, so einige andere. Ja, wenn man mal so zurückblickt vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, was hast du damals vielleicht anders gemacht als heute? Tolle Frage. Also ich glaube, wenn man jetzt mal so diesen Jugendfußballbereich so ein bisschen ausnimmt, weil das ist nochmal was anderes, war ich in meiner Anfangszeit, und das können vielleicht jetzt viele gar nicht so nachvollziehen, noch viel verbissener. So, also bist ja schon generell jemand, der ehrgeizig ist. Aber auf einer negativen Art und Weise. So, wo er sagt, boah, das war dann alles ein bisschen zu viel und ein bisschen drüber. Und hatte mich dann eigentlich mit Anfang 20, wo ich kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin war, von Köln nach Union Berlin, die damals noch zweite Liga gespielt haben, verletzt. Mhm. Ja, auch, ich glaube, aufgrund dessen, weil einfach zu viel Training und zu viel und drumherum. Und wo dann erstmal für mich so ein Traum das erste Mal eigentlich irgendwo geplatzt ist und konnte dann in der damaligen Sommertransferperiode nicht mehr wechseln, weil ich nicht fit geworden bin. Mhm. Und hing dann so ein halbes Jahr eigentlich so zwischen den Stühlen. Was machst du jetzt? Geht's weiter? Kölner U23 mal gespielt, mal nicht. Also so eine schwierige Situation sportlich. Und bin dann nach Rostock gewechselt. So, mit meiner Frau, jetzigen Frau, zusammengezogen. Also es war das Positive aus der Zeit, ja, dass ich eben meine Frau in der Zeit kennengelernt habe und bin mit ihr zusammengezogen, 600 Kilometer weit weg von zu Hause und habe dann gesagt, okay, wir machen das, wir ziehen zusammen. Wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Wenn es sportlich funktioniert, weil Rostock war im Abstiegskampf der dritten Liga, ich habe nur für ein halbes Jahr unterschrieben und wenn das klappt, dann gucken wir weiter. Wenn nicht, gehe ich zurück nach Siegen, arbeite bei der Bank, ja, wo ich meine Ausbildung ja auch gemacht habe in Köln als Bankkaufmann. Und dann geht der Weg in eine andere Richtung, den für viele Leute auch absolut in Ordnung ist. Ja. Und das sage ich sehr, sehr oft, weil ich eben an diesem Rand war, wo es halt ganz woanders hingeht, weiß ich halt, wie gut es einem eigentlich gehen kann. Mhm. So, wenn es sportlich erfolgreich ist, dritte Liga zu spielen, dann zweite Liga zu spielen, dann jetzt aufzusteigen in die Bundesliga, habe ich immer wieder das im Hinterkopf. Deswegen, ich vergesse halt nie, wo das mal irgendwo war, wo ich dann mal stand und bin da sehr, sehr dankbar drüber. Mhm. Und das hat mich immer geprägt, egal in welchem Training. Und nochmal, jeder weiß, das gab es wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Folge, die Einheiten von Dimo muss man nicht großartig drüber sprechen. Die sind sehr, sehr intensiv und sehr anstrengend auch, aber ich mache es gerne. Ja. Ja, weil ich habe eine Karriere, ich weiß, wofür ich es mache und wenn es dann auch noch belohnt wird, das ist dann eben nochmal die, wie vom Präsidenten an der Rede genannte Kirsche auf der Sahnetorte. Ja, genau. Das heißt, du warst damals auf jeden Fall verbissener, ja, aber nicht weniger ehrgeizig. Nur, wie hast du das gepackt, dass so, da so ein bisschen das negativ Verbissene rauszubekommen? Ja, ich habe halt gemerkt, der Körper hat es mir gezeigt. Ja. Also der Körper hat mir gesagt, das funktioniert halt nicht. Ja, also mir ist damals halt ein Muskel gerissen, der so eigentlich in der Situation nicht reißen kann. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, irgendwas ist drüber. Irgendwas ist zu viel. Ist so unter Druck gesetzt. Ja, vielleicht. Genau. Ja, und immer nur Training und eben nicht mal
Yoga, gedehnt, ruhiger geworden, gelesen. Also dieses, ich spreche jetzt gerne so ein bisschen eben von so einer, in der Balance zu bleiben. Natürlich, Spieltag, Training, will ich gewinnen. Mhm. Gebe ich Gas. Ja. Alles, was ich habe. Ja. So, ich kann aber jetzt runterfahren. So, und das hat mir zum einen das beigebracht und dann meine Kinder. Mhm. Meine Kinder. Mhm. Weil ich find's ganz toll, wenn man auch als erwachsener Mensch es schafft, von seinen eigenen Kindern zu lernen. Mhm. So, mein Sohn ist jetzt bald 3, meine Tochter ist 4 Monate alt. Die haben mir Geduld beigebracht. Mhm. So. Geduld, du musst geduldig sein. Was nicht so deine Stärke war vorher, ne? Null. Mhm. Aber du musst geduldig sein, wenn man Kinder hat. Und das ist was ich gelernt habe. So. Und ja, diese Einfachheit, wenn man nach Hause kommt. Wir haben zum Glück in den letzten Jahren, auch seitdem Oscar auf der Welt ist, nicht so viele Spiele verloren. Aber wenn wir mal verloren haben, nach Hause zu kommen, und dann ist man halt Papa. Ja. So. Ja. Und das tut mir extrem gut, um das halt einfach alles in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Ja. Oh, das ist wunderbar, ja. Weil dann haben wir jetzt gerade nicht nur ein Gespräch über Entwicklung geführt, sondern auch über Erfolg. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, muss ich einfach mal sagen, auch ja, das als Papa so eine schöne Note. Ja, vielleicht ist es genau das, was dich dann komplett macht, deine Familie. Ja. Und wünsche dir, dass das genauso weitergeht, dass kein Muskel reißt, dass du gesund bleibst. Und ja, vielleicht noch ein persönliches Wort an der Stelle, um ja, jetzt zum Abschluss zu kommen. Erfolg war, glaube ich, auch das hier. Lilien Insight, herzlichen Dank ja, für die vergangenen 9 Jahre, die es dann waren, dass ihr immer treu gewesen seid, so viele tolle Rückmeldungen. Herzlichen Dank, und das liegt natürlich eben auch an Menschen wie dir und allen hier bei Darmstadt 98, die sowas hier auch immer möglich gemacht haben, sei es mit offiziellen eben Spielern, Fans, euch. Ja. War mir eine Ehre, und Lilien Insight wird auch quasi weiter bestehen, aber in der Form sagen wir jetzt erstmal Tschüss, Gude, und Schuh, bitteschön, für dich auch, weil bei Kindern manchmal geht ja auch ein bisschen was kaputt. Das stimmt. Jetzt hast du auf jeden Fall Ersatz. Ja, ich möchte dir da nicht ins Wort fallen. Ich habe glücklicherweise meine Tasse noch, die ich bekommen habe, aber ich glaube, das sehen die Leute da draußen genauso. Ich glaube tatsächlich, dass die letzte Tasse dir gehört. Dankeschön. Du hast wahrscheinlich noch keine Tasse bekommen von irgendjemandem, und ich würde es einfach mal gerne weitergeben. Ach, danke schön. Die letzte Tasse nimmst du nach Hause, 125. Folge. Es war immer ein Genuss, das sich mit anzuschauen. Ich habe es sehr genossen, die anderen glaube ich auch. Und deswegen nehme ich das Ding nochmal in meine Hand und hoffe, dass du bei dir einen guten Platz findest. Ja, dann musst du noch unterschreiben. Und dann mache ich gerne. Okay, okay, danke dir, mein Lieber. Dankeschön. Sehr gerne, gerne, gerne. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Und diesmal nicht nur für heute, sondern in dieser Form zumindest für immer. Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Lilien-Fans, über die ganzen Jahre hinweg. 2014 habe ich mit Lilien Insight angefangen. Seit September 2016 gibt es diese Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Echo. Vielen Dank für die ganzen schönen Jahre der Treue, und danke ans Echo, an Darmstadt 98 und nicht zuletzt an meinen Kameramann und Producer Jan Mangelsdorf. Also, wir sehen uns dann bald wieder im Stadion. Bis dahin, gute und ciao, und vielen Dank, euer Conny.